beim Kiddie-Finale. Er heißt Nikolas, wird in 8 Tagen 13 Jahre alt, kommt aus dem Odenwald in der Nähe von Frankfurt. Er liebt es, zu singen und zu tanzen. Und sofern man ihn auch ausschlafen lässt, macht er den ganzen Tag für seine Freunde und für seine Verwandten den Alleinunterhalter. Ja, und Nikolas ist ein riesen Technik-Freak. Heißt, er lernt seine Freunde nicht auf dem Schulhof oder in der Nachbarschaft kennen. Wenn ich nur noch in einem Geschäft einkaufen dürfte, dann in diesem. Hier gibt's einfach alles, was mir gefällt. Eigentlich brauche ich ja nur eine neue Maus für meinen PC. Ohne Maus kann ich chatten. Und chatten tue ich eben unheimlich gerne. Vor allem mit Chrissy. Papa, fährst du mich nach Heidelberg? Naja, wenn's sein muss. Ja, muss sein. Ich bin ein bisschen aufgeregt, denn vorher habe ich Chrissy nur auf Fotos gesehen. Da vorne, das muss sie sein. Hier, die ist für dich. Oh, danke. Ich lasse euch jetzt alleine. In einer Stunde hole ich dich wieder ab. Super, Chrissy ist genauso nett, wie ich sie mir vorgestellt habe. Da drüben ist mein Papa. Wann sehe ich dich dann wieder? Beim Kiddie-Contest, wenn du einschaltest. Das mach ich. Und jetzt drück mir ganz fest die Daumen. Der Nikolas macht das genau richtig. Wir Mädels stehen auf Jungs, mit denen man Spaß haben kann. Ja, ich bin davon überzeugt, in Kürze ist er sicher wieder heillos verwirrt. Ja, das liegt wohl daran, dass wir Mädels rätselhafte Geschöpfe sind. Ja, du sagst es. Rosenstolz sangen Ich bin ich. Ja, für den Kiddie-Contest wurde daraus Ich verstehe die Mädchen nicht. Hier ist die Startnummer 03, hier ist Nikolas. Und sie sieht niemals nach so bunt. Ihre T-Shirts sind nie fleckig. Bunte Steine an den Ohren. Und die Hände niemals dreckig. Stehen auf Glitzerkram verstärkt. Fußball ist ihnen egal. Und so nebenbei bemerkt, ständig müssen sie einmal. Sie finden Chile nur was toll, Horrorfilme voll bescheuert, mal sich an wie Winnetou, glauben sie sind dann runter. Trotzdem finde ich sie voll süß. Nikolas! Ich verstehe die Mädchen nicht. Wir sind doch ganz einfach gestrickt, Nikolas. Erzähl mal, hast du eigentlich eine Freundin? Nee. Warum denn nicht? Interessiert mich nur nicht so. Okay, Mädels, aber trotzdem für Nikolas bitte anrufen. Warum eigentlich? Warum
deinen Song super finden, oder? Ja, wenn ihr meine Performance gut fandet, dann ruft doch bitte für mich an unter der Startnummer 03. Vielen Dank, Nikolas!